Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Days Gone. Warte mal kurz, mein Headset einstellen. Ja, so. Ja, es geht weiter. Wir haben die Ripper jetzt ein bisschen überraschen können durch Wasser. Mal sehen, was jetzt kommt. Ich schweige lieber. Aber schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, ob das schon eine Finalrichtung ist oder ich weiß es nicht. Na gut, wir müssen jetzt wohl zu Fuß weiter. Beste wohl bleiben und streunende Ripper von meinem Bike fernhalten. Tja, ich glaube, das muss uns keine Sorgen machen. Und das hier? Das geht auf Jesse. Er will sich rächen. Ich werde ihm zeigen, was Rache ist. Okay, zieh dich warm an, Carlos. Komm schon, gehen wir zur Lodge. Wie gesagt, direkt hinter dir. Scheiße. So hat es sicher nach der Sintflut ausgesehen. Die Flut riss alle Sünder mit sich. Ja, nur dass Gott mit dieser hier nichts zu tun hat. Ja, du weißt, was ich meine. Ja. Scheiße, mehr Ripper. Wie haben die überlebt? Oh, haben sie nicht. Sie wissen es noch nicht. Ja, ja, ja. Gut so. Linke Seite. Suchst du die Seite? Ja, ich mach das. Ganz ruhig, Bruder. Was schießt auf mich? Da, der kleine Stricher. Hab dich trotzdem gesehen. Oh ja. Ich kann sagen, was war mit dem Ton? Man konnte die Kugel gar nicht hören. Oh oh. Buser. Oh ja, das ist ein Brecher. Hey, gut so. Komm schon. Suchst du Streit? Wo will der hin? Was muss ich drücken? X. Ich muss kurz mal Luft holen. Husa. Uzi. Ach du Scheiße. Weg mit dir. Das war's für dich. Hey, was hat er denn? Mehr Beute. Er hätte mich killen können, aber er wollte nicht. Ich kann den Dicken nicht mal durchsuchen, was soll denn der Scheiß? Also das Gewehr hier macht Spaß. Falls es jemand wissen möchte. Dann gibt's noch mehr Muni. Ah, noch mehr Muni. So, das sollte doch gleich langsam reichen, oder? Da hinten bewegt sich schon wieder was. Was die hier noch so haben. Ich kann nicht mal welche herstellen, Alter.
fehlt denn? Kerosin. Ja, das ist natürlich Blade. Zumal es ja da hinten gleich actiongeladen weitergeht. Aber vorher ziehen wir die immer ordentlich ab. Ah, einmal Flintenmuni. Lappen voll. Der schwebt. Bitte was? Puh, hä? Hä, wieso, hä? Auch jetzt erst. Zurückziehen und Bowser reißt ihn da den Kopf ab. Busilein ist unkaputtbar. Runter! Feuer! Feuer! Weg mit dir. Gut gemacht, Busa. Jesse suchen. Feuer. Bringt es jetzt endlich zu Ende. Sind die Kerle noch durchgeknallter als sonst? Ja, Mann. Die müssen sich den Rest ihrer Scheißdroge eingepfiffen haben. Scheiß Junkies. Du wirst da niemals hinkommen. Hier. Mist. Ich helfe dir hoch. Okay, hör zu. Wenn mir irgendwas passiert, dann näher ist ein Weg. Du musst... Nein, pass auf. Das ist nicht Carlos da oben, okay? Nicht der Gründer von Rest in Peace. Es ist der Arsch Jesse Williamson. Ein elender Mistkerl und Versager, der bekam, was er verdient hat. Okay? Jetzt geh verdammt nochmal darauf und bring den Scheißkerl um. Auf geht's. Ich bin ein bisschen drauf. Steig jetzt hinab, Bruder! Steig jetzt hinab! Ich sehe rosa Elefanten. Deacon St. John. Ich sehe gar nichts. Erniedrigt vom kleinen Jesse Williamson. Erniedrigt. Erinnerst du dich an damals? Du und Bowser haben mich gehalten. Oh. Und Jack verbrannte meinen Rücken. Diese Erinnerung. Oh, das war ja leicht. Oder war es das noch nicht? Oh, doch. Ich sehe es. Ich sehe es. Was ist da los? Der Weg ist mir offenbar. Ja, mir auch. Oh ja. Ruhe in Frieden, Jesse. Erledigt? Ja, erledigt. Und allein hätte ich es nicht geschafft.
tat gut, mal wieder draußen zu sein, weißt du? Doch ich muss sagen, Scheiße schaufeln, Unkraut zupfen. Ja, das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. Ja. Tja, Jesse ist tot. Wie viele gibt es wohl noch? Leute, die wir von früher kennen. Keinen. Rosa, sie sind alle tot. Shit. Tut mir leid, Mann. Ja, mir auch. Los, machen wir, dass wir hier wegkommen. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass es vielleicht ein bisschen schwerer wird. Weil keine Waffe, aber das Benommene, das war jetzt, hat sich in Grenzen gehalten. Mit ein bisschen Ausweichen ging das ganz gut, denn ich glaube, er ist dann immer mit seinem Messer am Boden hängen geblieben. Auch wenn das jetzt eher zufällig war. Aber gut. Ich glaube, Ausweichen ist das Einzige, was wir hier gut machen können. Was uns ja von Anfang an gleich gezeigt wurde, dass wir es machen sollen. Und deshalb glaube ich, dass das ganz gut war. Und wir uns da ganz ordentlich geschlagen haben. Glaube ich. Ich meine, da draußen sind wahrscheinlich Fachleute von euch, die machen das da locker, easy, flockig. Tja, wie gesagt, ich weiß, es ist schon ein paar Jahre her. Ich dachte wohl mit meiner Elisabeth an deiner Seite und so. Was hat es da noch für einen Sinn, dir die Ohren voll zu heulen? Und dann... Damals, als die Hölle losbrach, da dachte ich, du bist gar nicht da. Oh, das ist dir scheißegal. Verzeih den Ausdruck. Darum bin ich wohl hier. Weil ich mir nicht sicher bin. Ich hoffe, es gibt dich. Ich hoffe, es gibt einen Grund für diesen ganzen Scheiß. Das war's. Wir reden ein andermal. Amen. Deek? Ja, Ricky hat mir gesagt, dass du hier bist. Es liegt nur an den verdammten Knien, weißt du. Darum habe ich so lange nicht mehr gebetet. Ja, ich bin kein sehr großer Kirchgänger. Und das war auch nach der Hölle in Sherman's Camp noch so. Doch jetzt, nach all dem, da dachte ich, tja, vielleicht wird es Zeit. Ich hatte keine Wahl, Mike. Oh, jeder von uns hat eine Wahl. Deek, bis wir sterben. Es sind die oder wir. Es sind immer sie oder wir. Immer. Und genau deswegen sind wir verdammt. Weil wir nicht begreifen, dass wir jede verdammte Seele einschließt, die nicht nach elender Scheiße stinkt und uns fressen will. Na gut, weißt du was? Es passt dir vielleicht nicht, aber die Welt ist, wie sie ist. Ja, ist so. Beten ändert daran nichts. Sich etwas anderes zu wünschen, verändert leider gar nichts, Mike. Mit Wünschen hat das überhaupt nichts zu tun. Wir formen die Welt, wie sie ist, durch unsere Taten. Wir alle. Ich ließ ihn gehen. Schizo. Er hätte keinen fairen Prozess gekriegt. Du hast ihn laufen lassen. Ich schick ihn fort. Keine Rückkehr. Scheiße nochmal, Mike. Hast du überhaupt eine Ahnung, was du da gemacht hast? Ja.
einen weiteren Mord verhindert. Und weißt du was? Es fühlt sich ganz gut an. Ich glaube, er hat keinen Mord verhindert, sondern ich glaube fast, er hat seinen besiegelt. Es fühlt sich ganz gut an. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, aber ich glaube nicht, dass Gizo sich jetzt einfach so Ripper axt. In Sicherheit. Lost Lake Camp. Dass Gizo sich das einfach so gefallen lässt. Dass er da jetzt verbannt wurde, hier blamiert wurde bis auf die Knochen und ach, keine Ahnung. Ich glaube einfach nicht, dass er jetzt still sein wird, sich irgendwo was anderes sucht und uns in Ruhe lassen wird. Das glaube ich einfach nicht. Vielleicht täusche ich mich auch. Hoffentlich täusche ich mich. Was für ein Kackwort. Ja, ärgerlicherweise muss ich genau hier hin. Ich wollte eigentlich nochmal schnell zu der Waffenalten. Ich war in meiner Klasse als. Du weißt schon. Jawohl. Dick. Hi. Ich hab's gehört, dass du. Ich meine, was du für uns getan hast. Wie du. Die Ripper. Jeden Einzelnen. Ich weiß, du hattest keine Wahl. Wie sonst hätte man sie aufhalten sollen? Ja, hör zu, Blair. Ich bin nicht besonders stolz darauf. Das weißt du. Oder? Wir mussten... Naja, sie kamen. Ja, ich weiß. Du musst dich vor mir nicht rechtfertigen. Ich war schließlich hier, als sie angriffen. Weißt du noch? Ich weiß nicht. Scheiße. Ich bin wohl einfach müde, weißt du? Das ist echt furchtbar. Ja, ich weiß. Okay, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Waffe das war von Skizo. Lass mich mal öfter... Nein, das ist die Kupplung. Ich weiß, wo die Kupplung ist. Soll ich dir das jetzt zeigen oder nicht? Ja, aber ich weiß, was eine Kupplung ist. Na gut. Okay. Na dann, kommst du alleine klar, ja? Das hat er wahrscheinlich wie eine Erinnerung, wie er Sarah das beigebracht hat. Sorry, ich habe gerade selber geträumt. Wie er das Sarah beigebracht hat oder sowas. Oh Gott, ich bin müde. Und ja, jetzt erinnert er sich wahrscheinlich daran. Hey, 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 was machst du da? Hier ist Parkverbot. Ich will nur Sarah abholen. Also dreh um und verschwende. Na los. Okay. Bewegung. Ja. Okay, ich hab's mir überlegt. Ich warte lieber hier auf Sie. Du kannst ja so lange weiter deinen Acker da bewachen. Officer Moore vom Haupttor, es gibt ein Problem. Hey, hör zu, Arschloch. Das hier ist Sperrgebiet. Jetzt verschwinde endlich. Okay. Hey, du bleibst da stehen und jetzt hau ab! Aber ich sagte doch schon, ich will nur Sarah. Siehst du das Schild da nicht? Oh, sieh einer an, das habe ich doch gerade gesehen. Ich darf von der Waffe Gebrauch machen. Ja, danke, ich kann lesen. Verdammter Scheiße! Hey, wow, was ist hier los? Tut mir leid, alles, Miss Whittaker. Alles gut, Tim. Kennen Sie das Arschloch? Ja, er gehört zu mir. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Ma'am, ich Lass wusste gehen. Nicht. Schon gut, wirklich, tut mir leid. Oh, und Jim! Deacon! Ich gehöre nicht zu ihr, sie gehört zu mir! Oh, Scheiße! Warum machst du das immer? Was denn?
das Arschloch spielen. Ach komm schon, er hat angefangen. Wie alt bist du, 5? Achte auf die Kupplung. Du musst auf jeden Fall genug Gas geben. Ordentlich hochdrehen. Ich komm schon klar. Ja, das höre ich. Wo wollen wir hin? Über den Damm. Die Straße da ist schön ruhig. Wenn du fährst? Nein. Gehen wir heute Abend aus? Du wusstest es nicht genau. Ah, scheiße, ja. Boozer und die Jungs wollen rüber nach Klamath State. Jack besuchen. Du versetzt mich wegen so einem Kerl im Gefängnis? Jack ist ein Freund. Ich weiß. Ich mach nur Spaß. Sieht ein bisschen komisch aus, so wie er da hinten drauf hockt. So irgendwie, das passt so rein gar nicht zusammen irgendwie. Weiß ich nicht. Wie ein Puzzleteil, was irgendwo reinpasst, aber es fühlt sich trotzdem falsch an. Ja, ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Also, ja. Oh, Scheiße, wo ist sie? Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Scheiße. Ich weiß echt nicht warum, aber immer wenn ich mit dir fahre, will uns so ein verdammter Laster umbringen. Oh mein Gott. Nein, hör zu. Das war gut. Das war echt gut. Die meisten hätten Panik bekommen, zu stark eingelenkt und uns umgebracht. Ich hätte uns fast umgebracht. Ich war... Nein. Ich hab nicht aufgepasst. Ich war abgelenkt. Hey, schon gut. Durchatmen, alles gut. Hey, Moment, was meinst du mit abgelenkt? Nichts. Ach, Ärger auf der Arbeit, das ist nichts. Ich dachte nur, du hättest... Es wäre vielleicht mein neuer Patch. Dein was? Nein. Nomad? Warte, du verlässt den Club? Nein, ich verlasse nicht den Club. Das niemals. Nomad bedeutet, dass ich mich etwas zurückhalte. Von jetzt an. Dick, das habe ich nicht von dir verlangt. Ich weiß. Wenn es so wäre, hätte ich Nein gesagt. Willst du es nochmal versuchen? Ja, ich meine, nein, aber doch, ich tu's. Okay. Danke, dass du mein Leben gerettet hast. Tja, naja, ich tu, was ich kann. Hey, Kupplung. Ich weiß, was die Kupplung ist. Okay, nein. Deacon. Also, glaubst du, dass deine Eltern kommen werden? Zu der Hochzeit? Keine Ahnung. Weißt du, ich dachte, wenn ich aus dem MC austrete... Das wird ihre Einstellung nicht ändern, Deacon. Aber du wirst es ihnen doch sagen. Ja, wenn du möchtest. Weißt du, ich werde mich nicht ändern. Oder dich. Um meine verstockten Eltern glücklich zu machen. Okay. Pass auf! Ich sehe sie. Hey, sind die auf dem Weg zu deinem Labor? Scheiße. Was ist mit dem MC? Werden sie kommen, obwohl du jetzt ein Nomad bist? Ich weiß es nicht. Es ist sicher ein Weilchen her, dass einer von ihnen in der Kirche war. Und willst du wirklich, dass 27 Harleys vor der Kirche in Marion Forks aufkreuzen? Ja, eigentlich hätte ich das schon ganz gerne. Okay. Okay, da scheint wirklich was passiert zu sein. Oder kommen die wegen mir? Nee, oder? Miss Whitty, das Zeug. Was ist hier los? Ich weiß nicht. Miss Whittaker, ja? Der Chef sucht Sie. Er sagt, es ist dringend. Es ist immer dringend. Sagen Sie ihm, ich komme. Okay. Ich muss los. Hey. Sorry. Schon gut. Ist wahrscheinlich nur ein Feueralarm oder so. Okay. Zeig's Ihnen. Ich liebe dich. Ruf mich später an. Immer nett grüßen, ne? Hat er getan. Kann niemand das Gegenteil behaupten. War das schon die Mission jetzt, die wir machen sollten, oder?
meine, gucken sollten, machen mussten wir ja nichts. Ladebildschirm ist irgendwie nervig. Dauert immer ewig. Da, di, da. Da, di, da. Oh ja, ist das hell. Addy, tut mir leid. Lass gut sein. Lass gut sein, Ricky. Es tut mir leid. Verdammte Scheiße. Freigabe. O'Brien, hier ist St. John. Kommen. O'Brien, hier ist... Geh an das Scheißfunkgerät! St. John, was für eine Überraschung. Ja, tolle Überraschung. Hör zu, die Nacht, als ihr abgehauen seid, du sagtest, ihr hättet keine Zivilisten mitgenommen, sondern nur Nero-Personal, Agenten und Leute mit Freigabe. Halt die Klappe und hör zu. Sarah, meine Frau, hatte die Freigabe. Sie trug im Helikopter ihren Ausweis bei sich. Tu mir einfach den Gefallen und guck's nach. Sarah Irene Whittaker. Sie arbeitete in Cloverdale für die Regierung. Sie forschte da an, weiß ich nicht, so einem Pharma... Keine Ahnung, okay, was okay. Weiß ich? Ich werde nachsehen. Okay, danke, O'Brien. Denk dran, du schuldest mir was. Ja, O'Brien Ende. Okay. Hat wohl doch neue Hoffnung geweckt jetzt. Irene. Also, vor ein paar Monaten waren wir beim Crazy Willy zum Plündern. Beim Crazy Willy? Wir dachten, da kann man. Gut, bevor ich jetzt wieder dieses blöde Ziel markiere, fahren wir jetzt einfach mal so raus. Einen Moment. Schon unterwegs. Okay, ich markier's doch. Was denn bitte? Achso, das ist wieder Kopfgeld. Ah ja. Gut, dann machen wir das. St. John, hier spricht O'Brien. O'Brien, was gibt's? Wir müssen uns unbedingt treffen. Oh Gott, O'Brien, jetzt sag mir einfach, was du weißt. Ist sie am Leben oder nicht? Ich muss dir noch was geben. O'Brien? Ich schick dir die Koordinaten. Triff mich dort. O'Brien, Ende. O'Brien... Verflucht. Ich glaube, er meint den Ring, oder? Dick. Iron Mike sucht nach dir. Er sagte... Boseman, hör mir zu. Sag ihm, dass ich zurückkomme. Ich muss... Erinnerst du dich noch an das, was ich gesagt habe? Die Nacht, als Sarah starb. Nero. Sie haben sich verpisst und nur ihre eigenen Leute mitgenommen. Agenten und Leute mit Freigabe. Warte, Dick. Wovon sprichst du denn da? Es ist wahrscheinlich nichts, aber ich muss da noch was regeln. Dick, ein Ende. Warum bin ich hier? So, egal, wir fahren den Weg noch. Ich bin echt gespannt, ob Sarah Tatsache noch leben könnte. Also ich glaube fest daran, dass sie nicht tot ist. Irgendwie. Puzzle setzt sich ja hier so langsam zusammen. Sie war ja wohl eine mächtige Frau dort, wo sie gelebt hat. Tanken wir nochmal. Wenn wir beschäftigt sind mit Geräten über polare Eiskern, genetisch verändertes Essen und Dschihad, sind wir blind für das, was hinter dem Vorhang wirklich abgeht. Lasst euch nicht von all ihren Manövern täuschen, Leute. Sie sprechen über andere. Nerv nicht rum, Mensch. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Also dein weiser Rat, Cope, ist anzunehmen, dass alle wie gedruckt... gutes Timing. Er schreit immer voll, wenn er sich über den Radiosender unterhält. Was zum Teufel kannst du jetzt noch sagen wollen?
Das interessiert mich nur Scheiß. Geben, die kann geben. Er will dir irgendwas geben. Weg, hörst du mich? Ja, Usman, was gibt's? Ich wollte mich nur bedanken für den Hund. Entspann dich, Bruder. Ernsthaft, er ist mir nachgelaufen. Ließ sich nicht abwimmeln. Was hätte ich tun sollen? Hey, Bruder, hey. Komm schon, sitz. Was gewesen ist. Ist jetzt Jack. Ja, Jack hätte das gefallen. Nein, hätte es nicht. Deshalb habe ich es gemacht. Okay, langsam, sitz, Junge. Okay, das reicht jetzt. Okay, Dick, ich muss los. Buser Ende. Gern geschehen. Da vorne ist das gleich. Gut, ich werde die Folge jetzt hier nochmal beenden. Danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin. Ciao, ciao.